der zweiten Kreisklasse kommt es heute zu einem Spitzenspiel. Preußen Hameln 07 empfängt den TSC Fischbeck. Die Hamelner führen die Tabelle an, die Fischbecker sind die direkten Verfolger auf Platz 2. Mit einem Sieg der Gastgeber würden diese einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen. Wie das Ganze hier heute ausgeht, sehen Sie jetzt in unserem Bericht. Gefühlt erwischten die Hamelner den besseren Start laut ihrer Chancen, hier durch Max Magerkurt, aber die Tore machten die Gäste. Um genau zu sein, Predrag Balczak trifft in der 8. Spielminute zum 0:1. Die Fischbecker wollten aber nachlegen, Kevin Röder erhöht nach 20 gespielten Minuten auf 0:2. Preußen derzeit komplett neben der Spur. Erst kurz vor Halbzeitpfiff gelingt es Max Magerkurt, die Kugel im gegnerischen Tor unterzubringen. Somit geht es mit dem 1:2 in die Kabine. Das ambulante Therapiezentrum der M&IFA-Klinik in Bad Pyrmont hilft Ihnen nach einer Sportverletzung wieder auf die Beine. Ein Schwerpunkt eines der größten ambulanten Therapiezentren im Landkreis ist die physiotherapeutische Betreuung von Sportlern und Mannschaften. Hierbei greifen wir auf praktische Erfahrungen aus dem Profisport mit der HSG Blomberg-Lippe zurück. Besuchen Sie uns in Bad Pyrmont. Zurück aus der Kabine wendete sich das Blatt. Max Magerkurt erzielt in der 52. Minute den 2:2 Ausgleich. Das reichte den Gastgebern aber nicht. Daniel Schütten zieht einfach mal drauf. Er trifft. Es steht 3:2. Fischbeck ohne jegliche Gegenwehr. Granit Karaliti hingegen steht goldrichtig. Ein schöner Treffer zum 4:2 in der 56. Minute. Dabei bleibt es dann auch. Es folgen wie immer noch 2 Interviews. Das war für uns ein hartes Stück Arbeit heute. Wir lagen ganz schnell 2:0 zurück. Fischbeck hat uns da überrascht. Und im Endeffekt dann nochmal umgedreht. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt. Das zeigt eigentlich, was hier in uns steckt. Nochmal zurückgekommen. Und eigentlich auch von den Spielanteilen mehr gehabt. Und war ein schönes Spiel, war ein interessantes Spiel auch für die Zuschauer, die alle zugeguckt haben. So muss ein Spitzenspiel aussehen. Dankeschön. Gerne. Gruß an Medi nach Leverkusen. Bruder, du bist nicht vergessen. Ja, ich finde, dass wir das heute super klasse gemacht haben. Also wir haben gekämpft, wir haben uns genau das vorgenommen und das ist eine Top-Leistung von uns gewesen. Wir mussten 2-3 Leute ersetzen und keiner hat jetzt, denke ich mal, mit so einem knappen Spiel gerechnet. Aber wir wollten Preußen ärgern und wer weiß, vielleicht wäre auch ein Punkt rausgesprungen. Und wir haben das geschafft, wir haben eine super Leistung gezeigt und wir können stolz auf uns sein. Wir haben in Fischbeck jetzt was aufgebaut, viele junge Spieler und Hammerverein und so kann es eigentlich weitergehen. Dieses Jahr haben wir ein bisschen Pech, dass Preußen jetzt in der Liga ist. Die sollen mal aufsteigen. Wenn es dieses Jahr nicht klappt über den zweiten, dann greifen wir nächstes Jahr an.